Shalom, liebe Leute, seht euch an, was wir haben. Oben der Globus, man bezeichnet also Gott als Lügner. Die Figuren der Evolution, links, mittig, ein klares Phallus-Symbol zwischen all den Robotern und Vögeln. Project Blue Bird oder was, ich frage, das ist ja nur ein Fakt, liebe Leute. Tja, der Saturn, Kubus und dann liegt hier ein Kind, blau und rot, Schachbrett zwischen Melonen, liebe Leute. Kommt euch dieser Slang aus der Welt bekannt vor? Zwischen Melonen im Hintergrund. Die Frau, seht euch diese Augen an. Braucht man den Geistunterscheidungsgeist, wie ich ihn wohl habe? Schon Anzug und Krawatte kommen de facto aus der Freimaurerei. Liebe Leute, hier sind die Dämonen aktiv, nicht wahr? Was ist das links? Schachbrett, Spiegel, Mann und Frau. Seht euch diese Augen an, liebe Leute. Die Dämonen sind in der Welt. Brille Vielmann, liebe Leute, was man im Fernsehen sieht, natürlich an der breiten Pforte, Freund dieser Welt, der Feind Gottes, Weisheit der Welt, laut Bibel, nichts vor Gott, ist das pure Böse. Ja, ein Kind liegt zwischen Melonen, Phallus-Symbol, Zufriedenheitsgarantie. Und wieder hier, das Einauge steht laut Okkultist Aleister Crowley, Churchill-Berater, Hitler-Fan und für viele pädophil, für den Anus, Sodomie-Rituale, MK-Ultra. Wir haben S im Buch zu S von Stephen King, gibt es eine Orgie mit Kindern. Jennifer Aniston sprach über gewisse Körperteile eines 14-jährigen Jungen. Die Sängerin Fergie gab an, gerne mit 14-jährigen Jungs zu flirten. Christina Aguilera strippte vor ihrem minderjährigen Halbbruder. Britney Spears lief vor ihrer minderjährigen Schwester mit einem durchsichtigen Oberteil herum. Madonna sagte, dass es ihr Spaß macht, mit minderjährigen Jungs zu schlafen. Im Buch SEX und sie küsste kleine Jungs, liebe Leute. Kylie Minogue war neben einem nackten Jungen zu sehen. Ihre Werbung für Pepsi verboten. Sie bezieht einen kleinen Jungen. The Reader, der minderjährige Junge. Kate Winslet, liebe Leute. Sweet Movie, Blechtrommel, immer wieder dasselbe. Was sind das für Werte? Ich bin kein Rassist, Faschist. Jesus hier und da und das. Chris Jericho, ich berichtete, recherchiert. Liebe Leute, die Spielfiguren der Pyramidenspitze des Systems, nicht wahr? Absolut pervers, absolut satanisch, seine Taten. Ihr Vater der Götter, diese Werte, jene Werte, wacht und deckt auf. Wir leben in einer Zeit von Jimmy Savile, Edward Heath, Ted Gunderson, Marc Dutron, Höllenleben, Hans Meiser, Rechercheverbot am Bundestag, das Auge, liebe Leute, ja, Schockfund am Fluss, wie im Film von Stephen King, Kinder suchen erneut eine Leiche, Stand by me, nicht wahr, Kinder suchen eine Leiche am Fluss, River Phoenix starb, sein Bruder, Jaquin Phoenix aus einer gewissen Sekte, wie sie es selbst zeigen, spielt jetzt den Joker. Ja, Hippie-Sekte. Doch Hippies sind doch ganz normal, oder nicht? Es im Kino, ähnliche Handlung. All die Verbindungen da. Ich kündigte für viele 22 Dinge an. Das ist die Welt, nicht wahr? Es gibt keine guten Menschen laut Bibel. Keine Moral, liebe Leute, ab und zu mal, sehr, sehr selten, liebe Leute, doch man kann sagen, da draußen sind keine guten Menschen laut Bibel, oder nicht? Handgriff an die Brille, freimaurerisch, was ist das? 666, tja, das ist lustig, nicht wahr? Andere verhöhnen, verspotten, keine Argumente haben, immer nur Phrasen und Floskeln zeigen. Ist das traurig, so kurz nach, ihr wisst schon was, und hier sagt einer, hey, hier sind Kinder im Hotel und das ist der Böse, nicht wahr, doch kann man ihm trauen, Berge und Wälder, blau-rot, Teufel zu einer Handgeste, liebe Leute, satanisch. Doch was haben wir denn? Wir haben Jimmy Savile, wir haben Hollywood, wir haben Disney, ist das nicht das Problem? Denkt bitte für eine Sekunde nach, Lady in Red hier, der Fotograf Einauge, Sarah Connor zeigte via Gematria, wer hat gewollt oder ungewollt, auf jeden Fall halt Satan, liebe Leute, zauberhaft hier, zauberhaft da, laut Paulus gibt es diese großen Kirchen nicht, Frauen tragen in der Gemeinde Kopftuch. Sie zeigte eine Kirche, die nichts mit der Bibel zu tun hat, tat so, als sei es christlich. Wir wissen, in den Kirchen gibt es die Freimaurer, die Logen. Wir haben generell die triliterale Kommission.
Mission, die Bilderberger, Barack Obama mit 8 ehemaligen Präsidenten verwandt, Lady Gaga, Madonna, Cousinen, Obama mit Brad Pitt verwandt, Angelina Jolie mit Hillary Clinton, dann geht's im Stammbaum weiter zu Ellen DeGeneres, Celine Dion, Ryan Gosling, zu Avril Lavigne und so weiter. Ich bin kein Rassist, Faschist. Laut Bibel zeigt Sarah Connor stets Dinge, die so bösartig sind, wie es nur geht. Liebe Leute, wer denkt noch nach? Zauberhaft, zauberhaft, ja. Zauberhafte Leute sollten im Alten Testament gesteinigt werden. Ihr wisst aber, wer für eine Sekunde nachdenkt, mit Gott ist nichts unmöglich. Sie kamen einfach aus dem Leben, denn sie sagten, ja, ich möchte mit dem heiligen Gott leben. Ich weiß, beim heiligen Gott kann nichts Unheiliges sein. Ich werde Gott dienen. Und dann taten sie das, was ihr auch immer wieder in der Welt seht, das maximal Bösartige, diese zauberhaften Omis. Und sie sagen euch nicht, was es eigentlich bedeutet, ja? Die Leute kommen in Logen hinter eurem Rücken zusammen. Laut Bibel zeigen sich nichtswürdige Menschenzeichen. Liebe Leute, Christus sprach nichts im Geheimen, zauberhaft, ja? Gott kann alles. Was können Dämonen? Ist etwas zauberhaft? Ist das dämonisch? Liebe Leute, und Sarah Connor zeigt ja einfach alles, was gegen die Bibel geht. Das ist 100% FAKT, zauberhaft, blau und rot. Alle sehen immer weg, liebe Leute. Und natürlich haben wir diese, jene Werte gestern, das trifft sich doch, oder auch hier diese Werte, liebe Leute, sexuelle Übergriffe, tja, und wie ist es laut Statistik am meisten der Fall, liebe Leute, was wird hier zum Täter gesagt, aber bei einer Sache, die man so nie, NIE, sieht, ja, die wir aus der westlichen Presse haben, die wir aus der Bilderberger Zeitung, aus der Bild-Zeitung haben, da haben wir jetzt einen Fall und hier werden wieder Dinge gesagt. Warum passieren diese Dinge immer nur zu biblischen Feiertagen? Sri Lanka, die Kirche, neulich ein gewisser Feiertag und dann das. Ach, und am Mittwochabend. Wir haben doch gewisse angeblich jüdische Leute in Hollywood, liebe Leute. Und ich bin absolut kein Rassist, Faschist. Ist es denn erst Mittwoch? Das ist ja ein trauriger Zufall, oder? Wieso war dieser Mittwoch für alle ohnehin so speziell? Für mich als Christ sind Dämonen in den Leuten. Wir sehen hier diese Leute. Ja, sie zeigte, dass sie etwas Teil von etwas ist, das älter ist als das Judentum. Manchmal blutig. Mutig, manchmal schön, dunkles Ballett, sie weiß, ein sich bewegendes Ziel ist nicht leicht zu treffen. Sie zeigte das schon einmal, danach passierte Sri Lanka, die Kirche, vor Notre Dame sahen wir bei ihr die Werte Kirche, Paris und Ostern. So etwas zeigte ich 22 Mal. Christina Maria Aguilera warnt euch hier offiziell. Via Gematria hatten wir noch ganz andere Warnungen. Ach, und sie haben das kommen sehen. Tja, liebe Leute, unfassbar. Wir haben in unserer Gesellschaft ein großes rechtes Problem. Wir haben die absolute Christenverfolgung, ab und zu mit Antisemitismus, all meine christlichen Freunde wurden ermordet, ich erhalte Morddrohungen, alle sehen immer nur weg, der Morgenstern, der Luzifer ist aber eigentlich Christus, Kaffee, die Drogen, 666, seht euch diese Augen an, Break Fast natürlich im Englischen, das Fasten brechen, liebe Leute. Nun ja, wir sehen hier all diese Dinge, ist das in der Gesellschaft relevant, die Drogen, das rote Auto und dann sowas, zeigt sich offen so mutig, nicht wahr? Der Sirius und meine lieben Freunde, es ist unfassbar, oder nicht? Meine lieben Freunde, all meine christlichen Freunde wurden ermordet. Ich erhielt eine Morddrohung nach der anderen. In Afrika und Asien sterben die Christen. Überall, wo ich hinsehe, Christenverfolgung, auch mal gemischt mit Antisemitismus. Meine Videos wurden gelöscht wegen Hassrede, weil ich Bibelverse vorlies zum Thema Homosexualität. 100% Bibel, das ist Hassrede und ich werde hier so bedacht. Liebe Leute, seht euch das an. Christus wird so genannt, unaussprechlich, ja. Christus sei ja von gewissen Leuten erfunden worden. Sie haben keine Argumente hier. Saustall, so und so, liebe Leute.
gewisser Dreck, so formulieren sie es, eure so und so Religion, ich meldete es, es war 4 Stunden lang online, ohne dass jemand etwas tat und ich sehe nach, was passiert, liebe Leute, 4 Tage und ich benutze keine Numerologie, 4 Tage, Saustall J, hier, das so und so, 4 Tage, liebe Leute, ja, primitive Kuh, so lieblos ist das und dann hier natürlich Om steht für eine gewisse Gottheit, liebe Leute, sei geschützt, heißt es da nur, liebe Leute, hier Christian Anders mit seinem, mit seiner goldenen Jacke oder wie auch immer, mit seiner offen luziferianischen Lehre, es ist wirklich unfassbar, es wurde offiziell nichts dagegen gesagt oder nicht, frage ich. Und jetzt, liebe Leute, heißt es bei all den Angriffen, die wir ansonsten in der Gesellschaft haben, liebe Leute, die nun mal nicht geschützt ist, bei all der unmenschlichen Christenverfolgung im 5. Reich nach Daniel, ja, heißt es, es gäbe überall ein Nazi-Problem. Und wenn das so ist, wo hat sich bislang jemand darum gekümmert? Und nun ein Aufschrei, liebe Leute, wo sind denn die Leute? Google, YouTube und all diese suspekten Quellen, wo waren sie bislang in meinem Fall, als ich Mord Drohungen erhielt, pornografisches, Leute, die Urin trinken auf YouTube, da passiert nichts und nun haben wir in den Medien eine gewisse Sache und das heißt, das ganze Land hat ein Problem mit rechtsradikalen Dingen. Liebe Leute, denkt noch jemand nach, was ist los, wo wird Menschen geholfen?